Hey Markus, komm mal her, wir müssen mal reden. Hey Stefan, was ist los? Ah, nichts Dramatisches. Es geht um Stahl. Ah, um Stahl. Ja, leg los. Was ist denn eigentlich Rohstahl, lieber Markus? Rohstahl ist das Material, was wir aus dem Walzwerk bekommen, also direkt vom Stahlhändler. Das sind die bei uns oft warm gewalzten Bleche mit Zunderschicht. Du sagtest gerade Zunderschicht. Was muss ich mir unter Zunderschicht vorstellen? Ja, das ist diese schwarze Schicht, die man auf dem Material kennt. Die entsteht beim Walzen von dem Material und bleibt quasi, weil das ja warm verarbeitet wird, das Material nach dem Walzen auf der Oberfläche zurück. Ja, Rohstahl ist eben besonders, weil jede Platte, die wir bekommen, wieder eine ganz eigene Textur hat. Also die Oberfläche ist total unterschiedlich. Und wir haben eben die Herausforderung, die Oberflächen so herzurichten und zu bearbeiten, dass die hinterher gut zusammenpassen. Was ist zum Beispiel mit diesen hellen Flecken, die ich manchmal auf dem Rohstahl sehe? Wie kommen die zustande? Ja, in dem Rohmaterial sind eben schon mal Kratzer drin oder auch Stellen, wo die Materialien aufeinander gerieben haben beim Transport oder auch bei uns bei der Verarbeitung. Und dadurch entstehen Kratzer im Material und die müssen wir natürlich wegschleifen, dass wir hinterher wieder eine saubere Oberfläche haben, wo wir drauf lackieren können. Und dann schleifen wir die Zunderschicht weg. Und das ist eben die besondere Charakteristik auch von diesen Unikatgestellen in Rohstahloptik. Interessant. Und was ist Blankstahl? Blankstahl ist eigentlich auch Rohstahl. Der hat so eine silbrige Oberfläche. Die silbrige Oberfläche entsteht dadurch, dass wir den Zunder komplett von dem Material runterschleifen und wir dann im Anschluss mit dem Winkelschleifer ein komplett individuelles Muster in das Material schleifen. Sag mir doch mal was zum Thema lackierte Gestelle. Ja, grundsätzlich kann der Kunde die Gestelle nach der genormten RAL-Karte bestellen. Wir lackieren damit einen 2K-Lack und da sind Farben möglich, genau nach Kundenwunsch von Pink bis Perlgold matt. Aber sind doch generell all unsere Blankstahl- und Rohstahlgestelle lackiert, oder? Ja, ganz genau. Die werden auch alle lackiert mit einem Klarlack, um die Oberfläche zu schützen, auch vor Rostbildung bei Feuchtigkeit. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, die Gestelle Pulver zu lackieren. Wir nehmen da eine Feinstaubpulverbeschichtung. Dabei wird ein Pulver auf das Gestell aufgetragen und im Anschluss in das Gestell eingebrannt. Eingebrannt klingt ja dramatisch. Kommt das dann in den Backofen oder wie läuft das? Das kann man sich tatsächlich so ähnlich wie einen großen Backofen vorstellen. Also bei einer Temperatur von etwa 200 Grad wird eben der Lack in das Gestell eingebrannt. Und dadurch bekommt man eine sehr feste Lackierung oder Beschichtung auf dem Material. Und was spricht dann überhaupt noch dafür, Lack zu nehmen, wenn ich jetzt Kunde wäre? Der Vorteil von Lack ist, dass man die Oberfläche besser nacharbeiten kann, falls mal ein Kratzer reinkommt. Das ist bei Pulveroberflächen schwieriger. Das ist der große Vorteil von normalen Lackierungen. Im Bereich RAL und Pulver beschichtet gibt es ja auch gewisse Besonderheiten im Rahmen der Verarbeitung. Kannst du mir dazu was sagen? Ja, dadurch, dass wir die Gestelle alle handwerklich fertigen, haben wir natürlich auch da die gewissen Texturen in der Oberfläche. Und die kann man zum Teil auch nach der Lackierung noch sehen. Muss nicht sein, kann aber passieren. Ganz genau. Ne? Das ist eben auch ein Zeichen von handwerklich gefertigten Produkten. Wir bieten ja auch Edelstahl an. Jetzt sag du mir mal, was macht den Edelstahl so edel? Ja, die Edelstahlgestelle bestehen aus einem anderen Grundmaterial. Das ist ein Chrom-Nickelstahl, V2A oder 1.4301, wenn wir jetzt auf die fachliche Ebene gehen. Das Grundmaterial ist eben schon deutlich teurer wie bei den Rohstahlgestellen. Zudem müssen wir die Gestelle schleifen. Also sind alle bis auf 240er Korn geschliffen, die Oberflächen. Wir bekommen auch diese Platten als Rohmaterial bei uns in die Werkstatt und müssen die dann in mehreren Durchgängen schleifen. Alles klar. Muss Edelstahl am Schluss noch mal klarmatt ablackiert werden? Nein, Edelstahl bildet von sich aus eine Passivschicht aus. Und wir reinigen den mit Edelstahlreiniger, um die letzten Schleifpartikel von dem Material runterzubekommen. Und dann ist der geschützt vor Rost. Also hochexplosives Material? Ganz genau. Die Schweißnähte, die ich an den Gestellen sehe, die sind von Hand? Ja, natürlich. Wir machen alles von Hand. Jedes Gestell ist ein Unikat, was wir bauen. Und natürlich, wir fertigen alle Sachen als Einzelstück von Hand. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Nähte, die von Hand gesetzt werden, die sieht man auch, die sind als solche natürlich erkennbar.
Wie ist der Unterschied zur maschinellen Produktion zum Beispiel? Ja, grundsätzlich sieht man eben an den Nähten auch den handwerklichen Charakter von den Produkten, die wir bauen. Und daran sieht man eben auch, dass das ein Mensch geschweißt hat. Wenn da schon mal gewisse Unebenheiten in den Nähten sind, dann ist das durchaus ein Zeichen handwerklicher Arbeit. Aber an manchen Stellen sieht man die Nähte ja gar nicht. Was passiert denn da? Ja, je nachdem ist das von der Optik des Gestells her. Schweißen wir an den Stellen natürlich, damit das Material verbunden ist. Schleifen dann aber die Nähte im Nachhinein weg, damit wir keine Überstände haben. Zum Beispiel bei Kufen ist er dann im Außenbereich immer ein Thema. Und dadurch entstehen eben auch helle Stellen, weil wir dann am Material schleifen bei Rohstahlgestellen. Super, habe ich alles verstanden. Ja, Markus, möchte ich gar nicht mehr weiter aufhalten. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, dann mach gut. Ja, mach gut. War bestimmt total bescheuert, oder? Die schräg, die Brille, Markus. Setz aber ordentlich auf. Wenn das deine Frau sieht.